Hi, ich bin Larry und ich zeige dir, wie du mit Achtsamkeit und Minimalismus zufriedener mit deinem Kleiderschrank wirst. Im letzten Video habe ich dir erzählt, was eine Capsule Wardrobe ist und dass ich meinen Kleiderschrank nach diesem Prinzip schon sehr lange organisiere. Wenn du dich jetzt fragst, was das ist, dann schau mal in die Infobox, da habe ich dir das letzte Video verlinkt. Und wenn du mehr Inspiration zum Thema achtsamer Kleiderschrank, Outfits und alles um achtsame Mode und Capsule Wardrobe täglich sehen möchtest, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und jetzt habe ich 5 Vorteile für dich, die dir die Capsule Wardrobe in deinem Alltag bringt. Die Capsule Wardrobe ist ein Reset für deinen Kleiderschrank. Wenn du morgens vor deinem Schrank stehst und er dir einfach viel zu voll ist, du keinen Überblick mehr hast, du dich täglich fragst, was sollst du eigentlich anziehen, du deinen Stil irgendwie noch nicht gefunden hast und das Thema Kleidung dich im Allgemeinen einfach struggelt und du dir irgendwie unsicher bist und dich oft unwohl fühlst, so ging es mir übrigens vor einigen Jahren auch, bis ich eben das Prinzip der Capsule Wardrobe entdeckt habe. Bei der Capsule Wardrobe minimieren wir ja unsere Kleidung und wir schauen ganz genau, was haben wir, passt das noch, gefällt mir das, warum gefällt es mir nicht, warum gefällt es mir. Das heißt, du resettest deinen ganzen Kleiderschrank. Ziel der Capsule Wardrobe ist es ja am Ende nur Lieblingsteile zu haben. Und wenn du deinen Kleiderschrank einmal geresettet hast und dann einfach eine mega nice Basis hast, auf die du immer zugreifen kannst, erleichtert dir das deinen Alltag ungemein. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sparst du dadurch unheimlich viel Zeit. Unser Gehirn muss jeden Tag unendlich viele Entscheidungen treffen. Das fängt schon direkt nach dem Aufstehen an. Wenn wir also unsere Kleidung minimieren und reduzieren und nur das vor Augen haben, was gerade aktuell ist, was auch aktuell in der Saison ist, dann kann uns nichts ablenken und wir können viel einfacher die Entscheidung treffen, was ziehen wir an. Und da alles untereinander kombinierbar ist und es sowieso nur unsere Lieblingsteile sind, ist es eine absolute grandiose Win-Win-Situation. Wenn du deine Garderobe, deinen Kleiderschrank auf die Capsule Wardrobe umstellst, wirst du dich zwangsläufig total viel mit dem Thema Kleidung beschäftigen. Du wirst dich mit deiner Kleidung beschäftigen, das heißt, du wirst dir viel mehr Gedanken machen und Fragen stellen. Du wirst dich selbst und deine Kleidung analysieren. Du lernst dich selber besser kennen, du weißt irgendwann total gut, was dir gefällt und was dir nicht gefällt und warum es so ist. Du gehst also im Allgemeinen viel achtsamer mit dir selbst, mit deinem Körper, aber auch mit deiner Kleidung um. Und das habe ich als sehr großen Vorteil empfunden und dadurch habe ich auch viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und auch Bewusstsein für Mode und was für eine Ressource Mode eigentlich ist und was dahinter steckt und dass Mode einfach auch kein Wegwerfartikel ist, sondern etwas, mit dem wir sehr achtsam umgehen sollten, so wie mit uns auch. Ein weiterer Vorteil ist definitiv, dass du Geld sparen wirst. Dadurch, dass du dich bewusst minimierst und die Kleidung für 3 Monate festlegst, wirst du weniger shoppen gehen. Du wirst früher oder später gar nicht mehr das Bedürfnis haben, so viel shoppen zu gehen, wie du es vielleicht vorher getan hast. Also ich war früher auf jeden Fall super darin, shoppen zu gehen. Und ja, ich habe auch in der Bekleidungsindustrie gearbeitet, in einem großen Modeunternehmen, wo jeden Tag die neuesten Trends, die neuesten Teile reinkamen. Und die habe ich dann natürlich auch nach Hause geschleppt. Dank der Capsule Wardrobe habe ich einfach überhaupt nicht mehr dieses Bedürfnis, so viel Geld auszugeben, beziehungsweise ich investiere lieber in gute Teile, von denen ich weiß, dass ich sie lange trage, dass sie eine gute Qualität haben, anstatt in billige Mode, die vielleicht nach ein paar Wochen schon auseinanderfällt. Durch die Capsule Wardrobe wirst du auch viel kreativer. Wenn du anfängst auszuprobieren und rumzuspielen, welche Kleidungsstücke von dir passen gut zusammen, welche Kombinationen könnte es noch geben, du dir wirklich mal ganz bewusst einfach Zeit dafür nimmst, schnapp dir einen Kaffee, mach deine Lieblingsplaylist an und ja, tanz einfach mal durch dein Zimmer und probier alle möglichen Outfits an. Du wirst sehen, dass das total Spaß macht und deine Kreativität fördert und du deine Kleidung in einem ganz anderen Licht sehen wirst, wie du sie vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hast. Geh auch ruhig mal aus deiner Komfortzone raus und probier Kombinationen aus, die du vielleicht eigentlich nicht tragen würdest. Schnapp dir eine Freundin oder einen guten Freund und lass den oder die mal Kombinationen für dich machen und schau, was rauskommt. Du wirst überrascht sein, da werden neue Lieblingskombis rauskommen. Das ist mir nämlich auch schon ganz oft passiert. Ich habe nämlich etwas, das nennt sich Community Outfit. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann kannst du in meiner Story abstimmen, welche Teile aus meiner aktuellen Kapsel ich kombinieren soll.
Und ich finde das immer super spannend, weil da ganz viele Kombinationen rauskamen, die ich nie kombiniert hätte. Dann habe ich sie aber mal angezogen und dann habe ich sie geliebt. Und ja, das möchte ich dir einfach ans Herz legen. Und das waren 5 Vorteile, die die Capsule Wardrobe dir in deinem Alltag bringt. Es gibt noch viele, viele mehr. Schau auf jeden Fall mal in die Infobox, da verlinke ich dir alles, was wichtig ist, alles, was dich zu dem Thema noch interessieren könnte. Und ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust und wir vielleicht da ein bisschen schreiben können. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und dem Video einen Daumen hoch gibst und kommentier doch mal, ob die Capsule Wardrobe was für dich wäre.